Grüßt. Ich möchte heute einmal eine Alternative aufzeigen, wie man zum Beispiel einen komplexen Sparrendachstuhl mit Aufschiebling zeichnen könnte. Ich habe das hier rein im Schnitt mit Schraffuren gezeichnet und ich aktiviere jetzt einmal alle, also ich habe hier die Achsen genau draufgesetzt, vom Sparren die Achse hier reingekommen, der Versatz, oben eine Zange, unten eben auch eine Holzdecke, eine Holzbalkendecke und eben mit den Schraffuren einmal die ganzen anderen Aufbauten angedeutet. Ich aktiviere einmal alle Schraffuren. Steuerung A. Steuerung C. Dann mache ich mir mal ein Profil. Elementattribute, Profilmanager. Profil bearbeiten. Steuerung V. Einfügen. So. Die Schraffuren sind jetzt einfach einmal eingefügt. Ich will jetzt, naja, ist die Frage, von was ich dann ausgehe in der Höhe. Ich nehme die Oberkante des Fußbodenaufbaus hier und setze mir das an den Nullpunkt. Jetzt hängt es davon ab, ob es nach links oder nach rechts gedreht wird. So, jetzt muss ich noch den verschiedenen Schraffuren hier bestimmte Baustoffe zuordnen. Zum Beispiel dem hier. Kern ist es nicht. Also Bekleidung. Oberfläche überschreiben. Ich hätte hier gerne, ja, haben wir irgendwas. CDFG. Gummi, na. Gummi, verschiedene. Glas, nein, nicht. Keine Baumaterialien. Das geht mir schon wieder. Ja, egal. Verputz. Glatt weiß. Und. Ah, hier haben wir es dran. Okay, passt. Gipskarton. Warum ist Gipskarton? Ist okay. Alt-Klick hier. Steuerung, Alt-Klick hier, hier. Dann hier haben wir Holz, Holz, Bauholz, Alt-Klick, Steuerung, Alt-Klick hier, 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 hier. Ist ein wenig. Aufwendig, aber Fehler gemacht. So, die bräuchte ich. Na gut, das ist schon Schalen, das stimmt schon. Also. Hier. Hier. Gut. Gipskarton. Und hier haben wir irgendwas anderes, Beton zum Beispiel. Paket, dieselbe. So, Alt-Klick hier, Alt-Klick hier, hier und weiter im Text.
So, dann haben wir noch die Deckung, das Zeug. Das hier Fliesen ist okay. Das hier Estrich. Das hier Dämmung. Dämmung. So. Profil speichern. Dachprofil. Okay. Naja. Mit Profil speichern. Grundriss. Eine Wand. Das haben wir hier so tituliert. Eine Wand. Profil. Dachprofil. So, dann setzen Sie sich mal. Ah ja. Eine einfache Wand. Setzen wir das mal rein. Das ist der Mittelpunkt hier. So. Falsch. Zurück. Hier ist der Mittelpunkt. Diese Achse. Von hier bis hier. Was macht unser Schnitt? Ist schon hier. Okay. Können wir es mal spiegeln, das Ganze, dass man es sieht. So, Schnitt. Das ist, wenn wir in die richtige Höhe sitzen. Das habe ich nicht ganz richtig gehabt. Ja, ich habe noch eben den Schaffel übersehen. Aber was wir jetzt bereits haben, ist dieser ganze Aufbau. Soweit. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch wieder einen Schnitt, eine Sparanlage und so weiter. Das relativ einfach herzustellen ist. Ich nehme einfach einen Morph. In dem Fall, ja, egal. Nicht Holz, Bauholz und los geht's. Ich mache es mal bis zur Mitte. Da habe ich irgendwie eine Höhenunterschied drin. Habe ich nicht genau aufgepasst. Dann brauche ich den Aufschiebling. Wird man wahrscheinlich nicht die ganze Spannbreite dann machen. Dann brauche ich den Sparren. Den könnte man ebenfalls überlappen. Habe ich das? Ja, habe ich. Dann brauche ich hier in irgendeiner Form diese Knappe. Und dann brauche ich die Zangen. So, alle Morphs, Störung A, Störung 3, das sind sie. Hier, wegziehen, kommen zurück zum Beispiel. Könnte ich natürlich mit allen gemeinsam machen. Gehen wir mal zurück. Dann A. Ja, mach ich alle. 12.
Naja. Steuerung G, probieren. Project Based einschaltet. Grundriss. Hier habe ich ihn. Steuerung E. Setze ich mal hier. Zeig. Steuerung Raute. Wie will ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Aufteilen, okay, von hier. Mal hier. Für 12 cm ist wahrscheinlich wirklich genug. Dann, ich habe noch keine Ahnung, was tun, also Steuerung A. Steuerung Groß M für Mirror, wo ist der Mittelpunkt? Finde ich nicht. Das heißt, der gesamte Aufbau wäre somit erledigt. Ich kann das hier spiegeln. Steuerung Groß M, Mirror, Mittelpunkt, hier. Ja, ich habe irgendwas nicht schön geschrieben. Schnitt. Ja, dann gibt es nicht mehr. Lassen könnte ja nicht zu erwarten sein. So, alles drauf. Hier stimmt's. Hier ist es noch verschoben. Hier und hier und hier. Jetzt ist es dran, wo es sein soll. Ah, nur für diese. Hey, gut. Die alle. Das nicht. Und die. Hier. Jetzt sieht das richtig. Gut. Ich habe jetzt natürlich hier keine Dachfläche, an die ich dann alles anpassen kann. Das heißt, unter Umständen muss ich mir dann für ein Vordach vorne und hinten etwas anderes einfallen lassen. Aber mal so.